Es ist eine Kreuzfahrt, die es so noch nie gegeben hat. Mit neuer Route und einem neuen Kapitän. Hast du schweißnasse Hände gekriegt? Ja, ein bisschen. Aber ja, gut. Die MS Johannes Brahms kommt überall hin. Fast überall. Ich bin an dieser Stelle enttäuscht, weil ich lande hier im Industriegebiet. Ich möchte irgendwo im Zentrum vom Papenburg. Das ist richtig, nur das Schiff kann da nicht hin. Und die Brücken auf der Ems werden auf der Reise immer tiefer. Hä? Komme ich da durch? Stress im Steuerhaus und die Gäste dürfen nichts merken. Hummel, Hummel! Hummel, Hummel! Die Flusskreuzfahrt der Johannes Brahms beginnt in Amsterdam. 5 Tage braucht sie bis zum Ziel. Über Lemmer Richtung Groningen. Weiter in den Dollart, Stopp in Papenburg, Meppen bis nach Lingen. Es ist die erste Fahrt auf dieser Route. Auch deshalb sind gleich 3 Kapitäne an Bord. Für einen ist es eine ganz besondere Herausforderung. Zunächst aber übernimmt der jüngste der 3 die Begrüßung der Gäste. Bas Kolpers. Ja, herzlich willkommen auf unsere MS Johannes Brahms. Herzlich willkommen auf die Reise von Amsterdam nach Lingen. Hebben we nog gar niet gemacht, zo ja, sind die erste. En dat is ja, etwas Spezielles. Für Sie, für uns, für uns alle. En dan wilde ik ook gerne die ganze Hotelbesatzung voorstellen aan Sie. Insgesamt 23 Menschen aus 9 Nationen arbeiten hier an Bord. Jetzt, Anfang März, ist es eigentlich noch zu frisch für eine Kreuzfahrt. Jedenfalls wird das Panoramadeck meist nur kurz genutzt. Schnell noch ein paar Eindrücke von Amsterdam. Und dann Richtung Heimat, denn die meisten der 43 Passagiere kommen aus dem Emsland und Umgebung. Ich bin 15 Jahre zur See gefahren bei der Handelsmarine. Und ich bin jedes Mal beim Auslaufen, entweder war ich ein Ruder oder ich war ein Maschinentelegraf, so kann ich mal sehen, wie das als Passagier ist. Erste Mal. Mal gucken. Und wir sind sogar 4 Mann, ich bin ein Gäste im Shantychor, und wir sind 4 Mann vom Shantychor. Können wir eigentlich noch mal hier Auftritt machen? Ja, siehste. Insgesamt rund 300 Kilometer, 12 Schleusen und ungezählte Brücken liegen vor Crew und Passagieren. Langsam wird es Abend und in 6 Stunden, also kurz vor Mitternacht, soll Lemmer erreicht sein. Im Steuerhaus sind alle 3 Kapitäne versammelt. Ramino Romeinders ist sogar Miteigner des Schiffes, also der eigentliche Chef an Bord. Andreas Zabel ist zwar ein erfahrener Steuermann, aber neu bei der Reederei. Dieses Schiff ist das erste Mal, ja. Deswegen muss ich ja noch ein bisschen gucken, wie das alles funktioniert, was die Route macht. Und das macht das auch wieder so interessant. Bas ist der Jüngste an Bord, aber auch schon ein alter Hase im Kreuzfahrtgeschäft. 7 Jahre und auch auf diesem Schiff 7 Jahre. Ich bin hier angefangen, als ich 16 war, wie Matrose. Und hier, guck, das ist. Das kostet richtig Geld. Das sieht aus wie so eine Hochseejacht wieder, die bei, wie heißt das? Wie heißen die hier? Ocean hier, Dings da. Over Ocean ist. Ja, das wären so 20, 30, 40 Millionen wären das. Ja, aber das ist nicht mehr segeln, das ist Hightech. Ja, das ist unglaublich. Das ist Hightech, ja. Bei aller Bewunderung für Hightech-Boote und auch Ozeanriesen, tauschen wollten die Kapitäne der Johannes Brahms nicht. Es ist Flussschifffahrt ist es doch ein bisschen persönlicher, gerade mit den Gästen und auf die Seereisen, das ist 4.500 Leute oder so, das ist zu viel. Nee, eigentlich nicht. Mhm. Ja, für mich gilt das auch. Und das ist dann hier auf der Brahms, ist noch etwas kleiner wie die anderen, niet wie die anderen, aber wie die Meisterschiffe. Meisterschiffe haben 160 Leute an Bord, wir haben nur 80. Wir sind ein kleineres Schiff und ja, das ist auch speziell. Das ist ein familiäre, wie heißt das? Das ist ein familiäre Atmosphäre. Ja, genau, ja, familiäre Atmosphäre.
Die familiäre Atmosphäre im Salondeck wird jeden Abend mit Live-Musik von Christoph, der aus Polen kommt, gepflegt. Bis um Mitternacht, dann ist Ruhe. Der nächste Morgen in Lemmer. Lange ausschlafen ist nicht eingeplant. Das Programm ist genau getaktet. Um Landgänge und andere Fragen kümmert sich Reisebegleiterin Heike van Bassen. Warm anziehen? Warm anziehen. Es ist frisch draußen. So. Wir treffen uns dann kurz vor 9:30, dann geht das hier los. Es gibt Zeitpläne einzuhalten, was passieren kann, wenn wir so eine Stadtrundfahrt machen oder Stadtrundgang, dass sich Gäste verlieren. So, dass sie den Weg zurück nicht finden und dass dann jemand losgehen muss, das werde ich dann sein, um diesen Gast oder die Gäste zu suchen. Zum Glück bleiben heute alle zusammen. Das erste Ausflugsziel Lemmer ist zwar schön, aber auch nicht besonders groß. Pünktlich gegen Mittag kann das Schiff wieder ablegen. Chefkapitän Ramino erklärt seinem neuen Mitarbeiter Andreas die Besonderheiten am Außensteuerstand. Erst koppeln. Koppeln. Kurz warten. Ja. Ja. Und jetzt kann ich Gas geben. Lego in the back. Lego. Das ist seemännisch und bedeutet so viel wie Leinen los. Fertig für die Abfahrt. Dabei geht es runter vom Eiselmeer und rein in die Kanal- und Seenlandschaft von Friesland. Etappenziel heute ist Groningen. Für Kapitän Bas Kuipers ist das eine ganz besondere Strecke. Deshalb steht er auch draußen, Backbordseite. Ich wohne hier in der schönen Leeuwarden, mein Heimstadt. Ich bin eigentlich immer 2 Wochen am Schiff und dann habe ich wieder 2 Wochen Urlaub, so 2-2. Manchmal kommt meine Schwester vorbei oder meine Mutter und die gucken dann um die, wie sagt man das, Winkel? Ja, und die winkeln dann nog meer und dann... Ja, dat is ook schön, om die familie weer goed te zien. Wer hier mitfährt, sucht in erster Linie Ruhe. Das Entertainment-Programm ergibt sich eher spontan. Wie beim ehemaligen Seemann Klaus Bär und seinem Shanty-Chor aus Geeste bei Lingen. Oh, bring back my body. Over here, here. Ja, ich bin nicht textfest, ich kann die Texte. Doch, du hast eine tolle Stimme. Das ist was anderes. Und jetzt wird er Donnerstag zum Üben kommen. Und das ist ein Funker. Der ist auch zur See gefallen. Ja, Norddeutsch Radio. Ja, und das ist auch ein Funker, ein Amateurfunker. Und die habe ich jetzt alle zusammengebracht. Nicht nur, ich habe auch eine Schiffsfunklizenz, habe ich auch noch. Plötzlich wird Reisebegleiterin Heike vom dritten Kapitän und Schiffseigner Ramino Romain das gerufen. Der anvisierte Liegeplatz kann vermutlich heute nicht mehr erreicht werden. Der Grund? Ein Brückenwärter in Groningen hat Urlaub. Die Brücke, die arbeitet nur von 9.30 Uhr morgen früh. Wenn natürlich was schief geht hier, dann muss man natürlich umorganisieren und das muss dann auch schnell gehen, weil wir haben nur noch ein paar Stunden. Der Reisebus, der muss pünktlich sein, der muss die richtige Stelle finden, der Stadtführer muss ankommen und im Moment ist das alles so ein bisschen, müssen wir ein bisschen warten, ob das hinkommt, ob das klappt. Also ja, das ist immer aufregend, ne? Das muss immer hinhauen, damit die Gäste auch zufrieden sind und also ich denke mal, schauen wir mal. Und natürlich sollen die Gäste erstmal nichts von den Problemen mitbekommen. Immerhin rund 650 Euro haben sie pro Person für die Reise von Amsterdam bis auf die Ems nach Lingen bezahlt. Spesen extra. Behelfsmäßig wird abends am Stadtrand angelegt. Am nächsten Morgen ist die Crew schon um 7 Uhr startklar. Die verlorene Zeit muss aufgeholt werden. Halle Backschleuse, 8 Uhr durch die Schleuse und dann um 9 Uhr müssen die Gäste von Bord. Und dann ist es wichtig, dass wir pünktlich abfahren, dass die Gäste nicht zu spät auf Ausflug kommen.
Kann mal mitkommen. Auf geht's. Auf dem Weg zum Stadtliegeplatz wartet schon der Reisebus für eine Rundfahrt. Einsteigen sollen die Gäste auf dem Rückweg aber dort, wo das Schiff eigentlich schon gestern Abend hin wollte. Wenn diese Brücke nur nicht schon zu gewesen wäre. Denk mal, das ist ein Klein Beige Court, aber ich sehe noch nicht präzise. Okay, gucken wir mal. Das Schiff wird rückwärts an den Liegeplatz buxiert. Das ist zwar schwieriger, spart aber Zeit beim Rausfahren. Wenn es so bleibt, dann liegt ja dann präzise unter Achterbahn. Schon gut, wir haben es wieder geschafft. Präzise unter Achterbahn. Okay, super, bleibe schon lieb. Und so ist auch Groningen zwar verspätet erreicht, aber pünktlich um die Mittagszeit kann die Reise weitergehen. Ab hier sind es nur noch etwa 25 Kilometer bis zum Dollart. Die Wasserstraße heißt sogar schon Ems-Kanal. Mit dem Auto wären die Gäste in etwa einer Stunde am Zielort Lingen. Doch mit dem Schiff liegen die größten nautischen Herausforderungen noch vor ihnen. Ja, es ist eigentlich nicht so einfach wie Kanal. Ein bisschen schwieriger, weil wir haben zu tun mit, ja, mit Getiere. Wir haben zu tun mit der Strömung. Dus is het ook een zeewasserstraat. Zo ja, je zit ook die, ja, die grote schip onderweg. We moeten een kop erbij houden. Dat geldt besonders voor Andreas. Ja, het is het eerste Mal, het is interessant jetzt. En dan. Ja, schauen wir mal. Lassen wir uns mal überraschen, wie es hier ist. Und, aber das zeigt wieder mal, dass man doch immer noch was Neues dazulernen kann. Auf jeden Fall ist hier, was den Schiffsverkehr angeht, mehr los als bisher auf der Reise. Vorbei an den Autotransportschiffen in Emden auf der Backbordseite. An Steuerbord das beschauliche Fischerdorf Ditzum. Und voraus das riesige Ems-Sperrwerk Gandersum. Moment geht's noch, aber ich bin hinterm Sperrwerk gespannt, wie schmal die Ems dann wird und wie die Strömungsverhältnisse sind. Aber jedes Fahrgebiet hat seine Eigenheiten und die Eigenheiten, die lerne ich von meinen Kollegen jetzt. Und dann, ja, schauen wir mal, das nächste Mal müssen wir das alleine machen. Wir kriegen das hin. Das ist, die Strömung läuft hier ein bisschen, ja, wie muss ich das sagen? Ja, die laufen nicht gerade mit der Schiff mit. Die Strömung ist, hier siehst du an die Tonne, an die Boy, siehst du, dass die Strömung, die läuft ein klein bisschen nach die Seite. So, das Schiff wird jetzt ein bisschen nach Steuerbord gedrückt, über die Strömung. Das ist ein bisschen, wie es, das ist ein bisschen schwierig. Ja, jetzt hast du hier die rote Tonne und dann steuerst du drüber ein klein bisschen nach Backbord. Die Dalbe, was da stehen, ja, die lassen wir in Steuerbord sein. Ja. Jetzt aber eigentlich die starkste Strömung. Ja. Siehst du, dass du auf die Seite Ja, deswegen sage ich ja, doch, das Wasser dreht hier drin. Ja. Weil das stößt gegen dem Tor, stößt dich kurz rüber, ja, und dann zieht es dich wieder rüber. Ja. So. Wieder geschafft. Hoppla. Ich gehe jetzt eine rauchen und dann gehe ich was essen. Das ist das Schwerste wegrauchen. Jetzt kommt's. War's gut? Natürlich. Hast du schweißnasse Hände gekriegt? Ja, ein bisschen. Aber das ja, gut, okay. Andreas hat seine Feuertaufe bestanden. Und die Passagiere haben nichts davon mitbekommen. Bevor heute Papenburg angelaufen wird, gibt es erstmal wieder Essen. 3-Gänge-Menü. Hochbetrieb in der kleinen Küche. Dienstsprache Englisch. Vorfisch? Okay, Vorfisch ist fein. Ja, Vorfisch. Vorfisch. Okay. Vorfisch. Dann. Next.
sieht ja gut aus, ne? Lecker aus. Guten Appetit. Kulinarische Höhepunkte drinnen. Draußen architektonische Highlights. Die Jan-Berghaus-Brücke in Leer. Sie zählt zu den größten Drehbrücken in Europa. Ganz in der Nähe ein weiterer Superlativ, das Baudock der Meierwerft. Jetzt ist leider kein Schiff hier, aber auch manchmal hier vorbeigefahren und ist noch so ein riesiges Schiff liegt hier. Ja, das ist ja immer beeindruckend um zu sehen. Ziel ist jetzt der Industriehafen. Allerdings könnte sich das bald ändern. Es gibt Planungen, Platz für solche Flusskreuzfahrer in der Innenstadt zu schaffen. Ob das überhaupt geht, soll demnächst mit der Johannes Brahms getestet werden. Das ist natürlich kein Superliga-Platz hier. Könnte natürlich viel mal eine bessere Stadt liegen. Na, you hear me? Aber ja, wir sind glücklich, dass wir natürlich in Papenburg liegen könnten. So, ja, jeder Platz, was wir dann haben, nehmen wir. Notlösung Industriehafen. Nicht jeder kann sich mit diesem Liegeplatz anfreunden. Ich bin an dieser Stelle enttäuscht, weil ich lande hier im Industriegebiet. Ich werde das speichern und werde das weitergeben. Also für eine nächste Tour könnte man dann natürlich auch Stadtrundgang Papenburg machen. Ne, das wäre dann für so eine nächste Tour. Ja. Dies sind ja alles neue Fahrten. Zumindest, dass ich vom Veranstalter organisiere, dass ich in Papenburg ankomme, in Mitte. Nicht im Industriegebiet, sondern ich möchte irgendwo im Zentrum von Papenburg. Das ist richtig, nur das Schiff kann da nicht hin. Ne, das sind kleine Kanäle. Da kann man vielleicht mit so einem Ruderboot rumfahren, aber nicht mit so einem großen Flusskreuzfahrtschiff. Ne? Ein Problem, das Heike wohl ohne Ramine und Bas lösen muss. Sie gehen morgen früh von Bord. Und dann hat Andreas ganz allein die Verantwortung. Wir wünschen dich eine sehr schöne 2 Tage Reise von Papenburg nach Lingen. Ja. Mach das gut mit der Johannes Brahms. Hast du das auch? Nee, das ist dein Schiff und dann darfst du das auch machen. Die niederländischen Kapitäne haben noch weitere Schiffe, um die sie sich jetzt zu Saisonbeginn kümmern müssen. Aber wie gewohnt bekommen die Gäste von all dem nichts mit. Klaus Bär und sein Shantychor trauen sich heute sogar auf die große Bühne. Mit Unterstützung. Die gute Stimmung am Abend macht den Liegeplatz am nächsten Morgen zwar auch nicht schöner, aber die Flusskreuzfahrer freuen sich auf eine Besichtigung der Ozeanriesen auf der Meierwerft. Und auch die, die lieber in die Stadt wollen, dürfen gegen eine kleine Gebühr in den Bus steigen. Das hat Heike kurzfristig organisiert. Das war jetzt genau die ideale Lösung. Wir können mit dem Bus hinfahren. Wir verbringen nicht den halben Tag hier auf dem Industriegrundstück. Optimal. Guten. Ja, ich glaube. Ich glaube wohl. Ja. Also was ich machbar machen kann, das mache ich machbar. Ich sage dann auch guten Morgen im schönen Papenburg hier. Ja, ich darf Sie begrüßen. Mein Name ist nochmal Hans, auf dem Weg zur Meierwerft. Und einige fahre ich dann ja auch noch in die Stadt. Ja, dieser Vorsprung hier rechts an der Halle, das ist das große Tor. Das wird einfach wie eine Schranktür aufgeschoben und dann kommt das Schiff hier so rückwärts raus. Wenn heute schon kein großes Schiff draußen liegt, besteht doch im Dock die Chance, einen kurzen Blick auf Ozeanriesen zu erhaschen. Die Meierwerft ist 228 Jahre alt, gegründet 1795 im Ortskern der Stadt Papenburg, 2 Kilometer entfernt von hier, diese Richtung. Die Meierwerft ist exakt so groß wie der Vatikan. Aber wenn Sie nach Papenburg kommen, dann wollen Sie Kreuzfahrtschiffe sehen. Ich weiß das wohl, ne? Ich bin ja froh, dass ich noch 2 im Angebot habe heute für Sie. Originale. Hier liegt das Schiff im Dock, Silvanova, für Silver Sea aus Monaco. Und jetzt passen Sie auf, 580 Besatzungsmitglieder, weil jeder hat hier, bis auf wenige Ausnahmen, einen 24-Stunden-Butler-Service. Dementsprechend sind auch die Preise an Bord dieses Schiffes und wird, wenn alles gut geht,
schon 4-5 Wochen draußen vor der Meierwerft liegen. Ne? Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Ja? Aufgetankt mit jeder Menge Wissen über große und kleine Kreuzfahrtschiffe, geht die Reise jetzt stur auf dem kleinsten Strom Deutschlands weiter zu Berg. Das ist Binnenschifferfachsprache und bedeutet, dass das Schiff Richtung Flussquelle fährt. Bis zum Ziel in Lingen sind es von hier aus noch etwa 70 Kilometer. Die erste von noch 7 Schleusen ist die Seeschleuse in Herbrum. Hier trennt sich das Tidengewässer von der Ems, die teilweise durch Kanäle abgekürzt wurde. So, es ist wesentlich schmaler. Man muss ziemlich genau fahren und man muss jetzt auf den Wind aufpassen. Richtig auf den Wind aufpassen. Und es ist auch nicht mehr ganz so tief, weil wir haben jetzt nur noch 2 Meter unterm Schiff anstatt 4 Meter. Und da ist es wirklich, dass man jetzt doch wesentlich genauer fahren muss. Auf dem Sonnendeck ist für diese Reise allerdings Schluss mit Sonnen. Zugang für Gäste verboten. Ja, das ist, weil ich die Strecke zum ersten Mal fahre und die Brücken werden jetzt etwas niedriger. Und deswegen baue ich das ab. Und das ist einfach nur für die Sicherheit von den Gästen dann auch. Und hier ist das jetzt einfach so, es wird leider Gottes werden die Brücken immer niedriger. Aber dafür kommen wir dahin, wo die großen Schiffe nicht hinkommen. So, das ist doch ungefähr 1 Meter. Bei Bedarf lässt sich das Steuerhaus sogar komplett runterfahren. Mit 15 km/h ist die MS Johannes Brahms unterwegs. Dabei verbraucht sie zwischen 150 und 200 Liter Diesel die Stunde. Bei voller Besatzung, also 80 Passagieren und gut 20 Crewmitgliedern, wäre das also nicht so viel. Jedenfalls im Vergleich zum Ozeanriesen. Und Stunde für Stunde kommt sie ihrem Ziel näher. Allerdings ist noch eine Zwischenübernachtung kurz vor Meppen nötig. Die restlichen 25 Kilometer bis nach Lingen sollten also ein Klack sein. Eigentlich. Hä? Komme ich da durch? Agun? Ich weiß nicht, wo er ist. Agun, Agun? Can you come on deck and look, this is passing? Okay. So, ich werde mal ganz runtergehen. Thank you, Agun. Das war die knappste Stelle bislang. Wenn du die Unterkante von der Brücke siehst, dann passt du da durch. Aber es kann halt trotzdem immer sein, dass von der Schleuse was kommt oder dass jemand aus dem Hafen kommt und dann kommt so eine kleine Welle und die kann dich schon ein paar Zentimeter hochdrücken und dann immer langsam durch. Schön langsam geht es auch in die Schleuse Meppen. Die kann einen Wasserhöhenunterschied von 7,50 Meter ausgleichen. Kapitän Andreas findet sowas super. Ja, Spaß macht es sowieso. Das ist nicht nur mein Job, das ist mein Leben. Und es ist dann natürlich immer interessant. Es ist immer wieder neu und man kann wirklich 10, 20, 100 Mal ein und dieselbe Schleuse fahren. Es ist nie dasselbe. Es ist immer unterschiedlich. Etwas trickiger sind da schon die Brücken, die jetzt immer tiefer werden. Und jetzt kann man auch verstehen, warum das Gästedeck geschlossen ist. Da kann keiner mehr stehen. Hier war es wirklich schon knapper als gedacht. Ansage vom Matrosen Agun. 10 Zentimeter. 10 Zentimeter? Dann haben wir ein Problem. Weil die letzte Brücke in Lingen ist 4,25. Also normalerweise, wenn alles abgebaut ist, sind wir 4,10 Meter.
Anruf beim Reiseveranstalter, der schon am Anleger wartet. Dennis? Ja, ja, ich komme gleich um die Ecke, aber die letzte Brücke ist 4,25 Meter. Ja. Da muss ich mal ganz langsam durch, da muss ich mal gucken, ob das alles passt. Ich meine, wir haben Ballast drin und alles abgebaut und so, aber da gehe ich ganz langsam durch. Ja, okay, alles klar. Also da müssen wir erst mal gucken. Also die Teststrecke, das hätte man dann vorher noch ein bisschen planen müssen. Dann wäre ich ein bisschen früher losgefahren. Ramino weiß es ja. Ja, okay, warte mal kurz. Und dann ruft auch noch Ramino an. Ja. Hey, Andreas. Ja. Ja, also ich bin jetzt kurz vor Lingen, aber Kenner hat mir gesagt, dass die Brücke 4,25 Meter ist. Okay. Ich gehe jetzt gleich auf Hand ganz langsam durch die letzte Brücke durch. Gut, ich habe jetzt, ich muss jetzt was tun. Ich melde mich, wenn ich in Lingen bin. Ja, okay. Lass mich in Ruhe. So. Nur noch einen Kilometer bis zum Ziel. Ärgerlich, wenn es ausgerechnet hier scheitern sollte. So. Mehr oder weniger ist das ja ein Test und das werden wir jetzt austesten. Vor die Fahrtrute, ob das klappt oder nicht. Ich sehe die Liegestelle, ja, das ist schon mal schön. Aber erstmal müssen wir noch da durch. Die Frage ist jetzt, ist die Fußgängerbrücke hier vorne die Rohrbrücke, ja oder nein? Es kann aber auch ein Fehler an der Karte sein oder so, weil ich sehe keine Rohrbrücke mit 4,25. Weil eingezeichnet ist sie, aber die ist nicht hier. Ich sehe keine andere Brücke. Da ist eine Brücke in der Karte, da steht es, 4,25 Meter, ist aber nicht da. Ich habe sie nicht im Radar und ich sehe sie auch nicht vor mir. Das kann vorkommen, dass die eine alte Brücke abgerissen haben und das noch nicht abgedatet ist. Aber das ist natürlich dann im ersten Moment, oh, was ist das? Und wenn da nichts ist, dann ja, Gott sei Dank. Genau an der Stelle, wo rechts der Bagger steht, war tatsächlich mal eine Brücke, die gerade saniert wird und auch wieder aufgebaut werden soll. Ja, für die Strecke jetzt habe ich mir ein paar Notizen gemacht und dann nächstes Mal weiß ich das. Und jetzt bin ich in Lingen. Yeah. Und da wartet auch schon das Empfangskomitee mit Trommlern und Oberbürgermeister. Geht es nach Ihnen, sollen hier künftig regelmäßig Schiffe anlegen. Aber da gibt es wohl noch einiges zu klären.